So, okay. Aufwachen, Sleepyhead! Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Wer ist hier der Arzt? Sag ich. Du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Was soll das? Das ist Medizin. Und wer ist hier? Du. Was Ernsthaft? Soll das? Ist du. Müssen wir jetzt... Okay, hier, trink das du halt. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Okay, stirb. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Gizmo hat meine... So nah dran. Okay, Plan B. Was soll das? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Muss ich echt jetzt euch drei Dipshits auch noch loswerden? Dr. Gizmo? Was denn? Was kann ich noch... Nicht, es sei denn, du hast ein Wunder mit... I have. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Doch kein... Aus Danke fürs... Nichts zu Dank, wirklich. Das ist das erste Mal... Tatsache. Oh, aber Rufo, Sie sind nicht unantastbar. Vergessen Sie das. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Hey, ich will doch... Egal, wo ich ihn anfasse. Vielleicht brauche ich doch noch Ballons. Fuck. Hallo, Lotti. Du schon... Bin ich jetzt... Ja, ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ist das ein Schweißbrenner im Schrank dahin? Wait, what? Ich verschloss. Schweißbrenner? Oh. Oh, ich Idiot. Oh, wisst ihr, ich sehe da dieses Zeichen und denke mir so, ja, okay. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Ist er da jetzt einfach... Jesus! So, Herr behandelnder Arzt. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Na endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Ich möchte auch nur mal kurz sagen, es tut mir leid, dass ihr mit meinem langsamen Hirn Vorlieb nehmen müsst. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Oh Gottes Willen. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Ich sehe alles. So,
Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Oh boy. Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Dass ihre Organe nicht schmelzen. Au. Rufus? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Wir sind hier also doch noch nicht fertig. Ich hab's mir irgendwo schon fast gedacht. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, putz. Nein, bisse, Rufus. Putze. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ich will auch mal einen Putzmann. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Supp, Kartoffelsupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Sie mag auf jeden Fall Kartoffelsuppe. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidibum, klopp, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem, tataratet. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell! Wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Friendzone. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir.
Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Rufus. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Ihr könnt mich nicht feuern. Ihr seid verhaftet. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend, ran, drauf, auf, ab. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Wow. Okay. Wir haben immer noch Espresso. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Hey, Goblin. Was geht? Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus. Tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Ah, ich kann also wieder... Doch kein Notfall. Aus deinem Munde... Können Sie mich ein... Nein, nein! Oh, nein. Ich komme... Ich kann es kaum... Ich komme wieder... Moment. Hey. Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an Ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Okay. Willst du ein Espresso? Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht's... Okay, dann nicht. Gehe ich heute wieder. Was macht Lonzo wohl jetzt? Ich meine, jetzt wo... Ne? Yo! Du, Lonzo! Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Willst du ein Espresso? Klar. Ich mach die ganze Arbeit und er darf trinken. Geht's noch? Kannst du selber trinken. Aber du willst ja nicht. Gut, kommen wir nochmal bei Und Tony dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Hi. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Tony! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz. Er ist so ein kluges Tier. Ja. Ich sagte... Ja, aber du sagst ja an, nimm die Füße vom Tisch. Lass, da muss man schon klug aussortieren. Und sieh her. Oh, nicht aufregend. Tief, du... Ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Die ist leer. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post. Und du bekommst... Tolle Geschenkgutscheine. Ich muss weg. Aber du bist immer noch da. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen. Ich kann also den Vogel wieder mitnehmen. Okay. Was habe ich hier? Ich habe immer noch das Beruhigungsmittel. Ich sag... Ja, nimm die... Da muss man schon... Und sie... Oh, nicht hier. Ich krieg sie also, glaube ich, nicht mehr dazu, dass sie nochmal so ein bisschen eskaliert. Gut. Mich ein Vogel halt und, ne. Was mit dir, Wenzel? Wenzel Washington. Immer noch Spaß mit deiner
dummen Quelle, die doof ist. Irgendwie, Wenzel hat jetzt ist überhaupt nicht mehr. Der existiert nicht mehr. Was bleiben uns denn jetzt für Optionen? Haben wir vor der Stadt jetzt irgendwas? Nee, nicht wirklich. Wir haben immer noch einen Trichter. Nee, haben wir nicht. Ah nee, stimmt ja, den haben wir ja... Ja, okay, gut, das klingt falscher, als es soll. Gut. So viele Möglichkeiten haben wir jetzt ja nur nicht, ne? Hey, Lotti. Bin immer noch da. Hallo, Lotti. Du schon? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Okay, bin ich jetzt endlich dran? Ja, ich habe dich. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, wir brauchen also irgendwie eine Uhr. Die Post öffnen? Um welche Uhr? Mir fehlt doch. Wo kriegen wir eine Uhr her? Hier ist eine Uhr. What the fuck? Wieso pennt der jetzt in der... What the... Okay. Ich hätte gerne meinen Trichter wieder. Danke. Okay. Er hat eine Uhr. Schnarchgeräusche. Und jetzt vorsichtig. Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Er ist und bleibt ein Penner. Penner. Oh Mann, oh Mann. Okay, warte, gibt's jetzt hier noch irgendwas zu holen? Ich glaub ja nicht. Mein sonst, warum sollte er jetzt da pennen? Ja, good point. Habe ich mir schon fast gedacht. Mein aktuell? So, warte mal. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Okay, wir können zur Poststelle. Alles klar. Ach du Scheiße. Wieso habe ich das Gefühl, dass jetzt auf einmal die Coupons noch wichtig werden? Katze? Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Okay. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. But why though? Der Postbot, das ist so klar. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Das lässt sich ändern. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Eben.
Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja. Wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Ja. Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Alter, dann knickt die Folie hier, das sei euch. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die und... Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Sag das 10-mal schnell hintereinander. Bis später. Oh Mann, oh Mann. Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Spielverderber. Fehler. Ach, war ja klar. Dann halt nicht. Wow. Wow. Warum ist da oben ein Bär? Warum ist da ein Bär? Warum ist hier ein Hippie? Schatz, das Taubenfutter ist alle. Schatz, das Taub... Ganz dummer Gedanke. Ich glaube nicht, dass die Tauben damit so bekloppt, wie die gucken. Sekunde mal. Das würde den Papagei aber vergessen. Hm, okay. Was bist du, Telefonist? Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Ah, cool, ein Hippie. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Klitus? Der Funkspruch war... Ich muss dringend... Keine... Die Funke sollte... Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ich hab da was. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Oh. Ich geh dann mal. Mach das! Seh ich genauso. Ich hab so eine Idee. Und was dich angeht, mein Freund. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Mach doch nix. Zur Not hau ich das in den Trichter rein. Und den
Der Punkt ist... Okay. Also ich glaube, wir haben schon mal für einen späteren Punkt hier was gelöst. Das ist ein Fakt, ne? Weil wenn die jetzt falsch fliegen, ich sehe da nämlich diese Gewichte schon. Die fliegen wahrscheinlich in die falsche Richtung. Er denkt sich, oh geil, Knickerfolie und alles rastet aus. So, ja, was mir jetzt noch? Das habe ich eben gerade gelesen. Notrufsäule, den Papageien mal an die Notrufsäule kleben. Mal gucken, ob das wirklich was bringt. Solange Rufus da so langsam aber sicher mal hinswaggert. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Der hat jetzt erstmal zu tun da oben. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindel vom Antrag zu spielen. Hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Rufus hat die Schrauben vom Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand billigt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Rufus ist in Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu spielen. Rufus ist ein Nichtsnutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Schrauben vom Kinderkarussell, ey. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Kann ich jetzt nicht von diesem... Von dort... Gibt es immer... Nein, extern. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der... Na gut, dann nehme ich halt das Backup. Willst du in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Gut, alle anderen leiden so und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Ja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Dammit. Ich geh, mach das. Sehe ich genau. Okay, ich muss also noch eine andere Leitung besetzen. Warte mal. Ne, ist ja nur eine Gegensprecher. Diese Technik ist voll für die Katz. Kann ich eine der Katzen mitnehmen? Warte mal, er hat doch gesagt, wenn die Katzen... Nee. Man lässt eine Katze... Na, wenn die ein bisschen... Nee, okay, gut. Wir machen Fortschritt schon mal. So, warte mal. Hi. Bitte nennen... Nee, warte Bis später. Ich marschiere erstmal kurz nochmal zu Toni und guck mal, ob wir schon mal was versenden können. Ich glaube aber nicht. Ich sag ja. Nimm die Füße. Da muss man. Und. Oh, nicht aufregend. Tief. Nee, sie ist immer noch beefig. Okay, das können wir also immer noch nicht. Also, wir blockieren schon mal eine Notrufsäule. Jetzt ist die Frage: Wo haben wir die anderen? Beziehungsweise, was ist jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, danke. Aha. Hi. Ich will ihn lieber nicht stören. Achso, okay. Der ist so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer... Kann ich das jetzt irgendwie nochmal... Ich will ihn lieber... Ach, ja. Okay, gut, dann können wir hier also offenbar nichts machen damit. Hallo nochmal. Ah. Ach ja. Okay, der hat erst mal... Tschüss, Nutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Sackgesicht. Können wir das jetzt? Nee. Sprengplan ist immer noch 404 nicht vorhanden.
Gut. Also, wo wäre jetzt noch mehr... Wäre ich eine Notfallsäule noch? Das muss ja wirklich schon fast die Gegensprechanlage sein. Ich habe lang jetzt heißt, wofür ich alle Zeit der Welt habe. Oh, das hat hier wirklich hiermit was zu tun. Was, wenn ich wirklich eine Katze brauche, also. Nächster bitte! Nächster bitte! Ja gut, nee, das ist dann auch nicht. Der pennt weiterhin, das... Also wir haben den Zahnbohrer noch, wir haben das... Das weiß ich, wofür wir es brauchen. Die Frage ist, wie besetzen wir jetzt noch eine zweite Leitung permanent? Das ist halt die Frage. Vor allem jetzt haben wir noch ein Mikro. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Trichter und den Espresso. Wir haben immer noch den Espresso vor allem. Ich habe ja eine Idee. Well, einfach reinkippen. Ich wette, er wäre immun dagegen. Damn it. Shit. So viele Optionen bleiben einem da jetzt ja gar nicht so. Hier draußen hat sich ja... Nee, hat sich auch nichts geändert gehabt. Okay. Wo ist Dings jetzt eigentlich hin? Ich meine, dass hier unten die Quelle ist, das wundert mich ja immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube, nee. Ich will mit Wenzels stehen. Ja, gut. Nee, gut. War auch nur so ein Gedanke. Vielleicht im Haus? Hat sich hier vielleicht was getan, geändert? Eigentlich sollte nicht, ne? Nächster, bitte. Nee, nicht wirklich. Ich soll Katzen das Beruhigungsmittel geben? Okay, wäre jetzt nicht wirklich meine Idee gewesen. Weil, ich habe eigentlich gedacht, wir bräuchten das ja für später noch. Also für den Telefonlord da oben. Aber... So betrachtet ist das eigentlich ein logischer Gedanke. Versuchen wir das mal. Nur welche Katze? Können wir mal gucken. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wow. Wie entspannt sie auf einmal ist. Geht das bei der auch jetzt? Stimmt, sie so... Wie entspannt sie auf... Die Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ersatz. Und sehr, ich muss die Post... Und den Ersatz... Doch. Und wohin packst du die... In den Ersatzpostkasten. Commander Root, danke dir fürs Followen. Sind denn andere eine die... Na, perfekt. Ist alles... Ich würde gerne selbst... Sehr, wo soll das... Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Na, immerhin. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Hm.
Du hast also... Leider brauche ich die und da... Ja, gut. Bis später. Die Katzen kann ich nicht mitnehmen. Ich kann sie in Narkose versetzen. Diese Technik ist voll... Nächster Bild. Schwierig. Warte mal. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Kriegen wir jetzt echt so... Nö. Jetzt soll ich der Katze Nespresso geben? Also ihr seid aber echt nicht die nettesten Leute. Also ich bitte euch, das ist ja Tierquälerei, ist das, was ihr hier von mir verlangt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Ah. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Oh wow, wirklich? Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Oh, das ist voll fies. Oh, meine Maus ist leer. Sekunde mal kurz. Ich hätte nicht mal gedacht, dass das wirklich Sinn ergibt. Aber das, ich habe, wie gesagt, noch nie ein Point-and-Click-Game gehabt. Bitte nennen Sie... Nee, hat sich hier nicht... Bis später. Kann ich die Klappe jetzt einfach wieder zumachen? Ja. Jetzt arbeiten die auf Highspeed. Aber das hat ja hiermit nichts zu tun. Hat ja nur was mit den Paketen zu tun, leider. Bitte nennen... Darf ich nur das können? Nee, gut. Und ich und den und wohin? Potsdorn. Potsdorn. Bis später. Hallo, Lott. Du schon? Nee, gut. Ich verschlass. Diese Technik ist. Ich will eigentlich nur eine Katze mitnehmen, aber. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Wie war das sind mal ohne tolle. Ich muss das aber du. Ich sag ja, nimm die Füße und oh, nicht aufregend tief. Kannst du den Dartpfeil mit was? Ich bin tödlich. Was wissen wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Was? Wer kommt denn auf sowas? Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Wie kommt man auf sowas? Vor allem warum? Okay, er hat gerade E-Gitarre gespielt, das ist awesome. Wie soll man denn da, vor allem, was bringt mir das jetzt? Ich soll ja wohl hoffentlich nicht Tony... Nee, komm. Tim. Eine wunderbar... Fehlt nur noch das Blasrohr und ein gebührender Sicherheitsabstand. Okay, gut. Wollen wir den Papagei hochpushen? Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles... Nee, kann ich nicht. Was wissen Sie noch? Oh, warte, doch. Ich habe die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ja, doch. Geht doch, mein... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Nee, geht aber nicht. Wir haben jetzt also... Was wissen Sie noch? Warum? Rufus züchtet wofür? Im Getreidesilo. Oh, wow, wirklich?
Was wissen Sie noch? Eine wunderbare Fehlgrund. Rufus hat Fischfett in das Trinkwasser gekippt. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Zielhilfe habe ich nicht. Ich habe einen Trichter. Was wissen Sie noch? Da fehlt eine kleine Klinke großer Dötchen. Da fehlt klein groß. Warte mal, geh erst mal da wieder hoch. Ich kann Toni doch ohne. Das würde. Was wissen Sie da noch? Da fehlt klein groß. Rufus, das wird Heuschrecken im Getreide. Tatsache. Wer kommt auf sowas? Was wissen Sie noch? Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Okay, danke für die Hilfe. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Hey, Toni! Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Und jetzt sind sie weg. Sehr weit weg. Man sieht sich. Okay. To be honest, ich wäre da nicht drauf gekommen. Also, danke. Muss ich die jetzt hier benutzen? Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus ist ein Nichtsnutz! Hurra! Irgendwie ist das, glaube ich, noch nicht richtig. Aber gut, wir haben noch mehr von den Coupons. Okay, Moment mal. Vielleicht muss eine ja weniger Hype sein. Um genau zu sein, ein bisschen müde. Guck mal, was waren das jetzt für Klappen? Das muss ich ja mal kurz nachgucken. Die Pakete werden jetzt viel schneller transportiert. Sie frankiert die Pakete jetzt viel schneller als vorher. Die verschickt und die hier frankiert. Warte mal, was wenn wir also... Die Frankierung ein bisschen verlangsamt. Sie sollte wirklich mal ein... Was passiert, wenn wir jetzt den Frankierprozess mal ein bisschen runterschieben? Ich habe hier die... Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Adresse... Was? Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Ich habe auf jeden Fall ein Achievement dafür gekriegt. Okay, warte mal. Eine Katze darf nicht denselben Speed haben.
Jetzt ist eine normal und die andere ist auf Crack. Also, warte mal. Was ist, wenn wir also die andere jetzt einfach mal schlafen schicken? Und schon läuft... So, versuchen wir das mal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis... Eingeben. Adresse. Was? Und die chillt sich jetzt? Dreifach frankiert? Okay. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Hehe. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Das ist irgendwie noch nicht so ganz richtig. Okay. Du Kleiner, du machst jetzt mal ein bisschen Turbo hier. Hey, der Kaffee, ich sollte Projekt mehr. Scheint's ja noch nicht gewesen zu sein. Ich habe eingeben Adresse. Ledo. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt Paket mit Frankierungsstufe Auffüllung mit. Immerhin darf er da Knickerfolie benutzen. Oh, da geht er ab. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag. Rufus hat die Antenne von Frau Henkel Traktor geklaut. Okay, warte, ich kann die Tauben umsetzen? Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Erntemaschine mit ein Gerät, das das Erdenidee hätte von mir sein. Also, die Taubenreue. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich... Oh, ach so. Ach du Kacke. Dafür müsste ich jetzt wissen, wo mein Ziel ist. Also was wäre da jetzt richtig? Achso, ich kann nur die... Hä? Ich kann nur die beiden schieben, drehen? Offenbar nur dann, wenn sie leuchten. Ah, ich verstehe. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt dir das ja was. Rufus hat die Antenne. Okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz begriffen, deswegen rate ich jetzt mal ein bisschen. Eingeben Adresse. Was? Ledo. Da auf. Knick, knicke, die Knick ein. Taube aus großem Tauben. Okay. Rufus ist ein Nichtsnutz. Das scheint es nicht gewesen zu sein. Sonst wäre die Taube, glaube ich, nicht einfach tot umgekippt. Hallo.
geht nicht, warte mal. Ah, ich verstehe. Zumindest ein bisschen. Also muss das mittlere auf 1 sein. Das würde zumindest auch Sinn machen, weil das ist so die Option, die nicht so leicht wäre. Aber die drehen immer komplett durch. Wahrscheinlich ist genau deswegen hier unten ein Knopf. Gurr. Ja, doch, aber ich verstehe, wie gesagt, das Ziel dahinter nicht so ganz. Wieso, was das damit zu tun hat. Wo das noch was verändert. Also ich will, dass die kleine Taube... Ach so, warte, jetzt begreife ich. Ah. Deswegen muss in der Mitte einer sein. Ich frage mich ja nur gerade, ob das überhaupt möglich ist. Jetzt verstehe ich. Gobbel, gobbel. Dass die Taube denn zu schwach ist, macht ja auch Sinn. Nur... Wo das hinführt, ist mir halt noch nicht klar. Kann ich das... Bisschen denken werde ich ja wohl noch können. Ja, wenn man mal richtig drehen würde, ey. Jetzt natürlich nicht drehen. There we go. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich habe auf jeden Fall ein Achievement, Brieftaubensortierer. Ich habe hier... Meint, die andere war jetzt auch gerade eben zu schwach dafür. Adresse. Was? Torboleck. Vom spuckt das Vieh die Dinger aus? Das Verkauf... Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres. Taube aus. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Sie verreckt direkt hier. Ach, da, ach, und dann kommt die Polster. Oh, ich bin so ein dummes Kind, ey. Knick. Knick, he, he.
Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Ich hab ihn getriggert. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh, yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Yep. He lost it. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt... Ich sehe jetzt schon, wohin das Jemand läuft. Hat Löcher im Post... Jemand hat Löcher in den Zehn Postbot, muss echt langweilig gewesen sein. Ah. Ob es einen Zusammenhang zwischen... Bestimmt nicht, sonst wäre ich schon längst darauf... Echt jetzt? 1, 3, 2... Ob es einen... Bestimmt, sonst wäre... das war wohl falsch. Ach so, warte mal. Hä? Eins? Darf ich mal kurz nebenbei erwähnen, dass mich dieses Geklicke von dieser dummen Folie kirre macht? Wieder falsch. Jemand hat Löcher in den Postbot, muss echt... einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem ja. Code gibt. Bestimmt, sonst wäre ich schon längst. Deswegen, Kumpel. Wenn ich durch die Löcher gucke, dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Eine für sofort und eine für unterwegs. Noch eine Katze. Ach gut, immerhin haben wir das jetzt mal. Warte mal. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Wir haben noch eine Katze jetzt auf Reserve für Notfälle. Hey, Kuhu. Hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Wirst du nicht? Ich muss zugeben. So langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu. Ich gehe dann, mach das. Sehe ich genau. Noch einer? Wirklich? Ich meine, ich kann auch das bei solchen Dingern machen, wo ich sonst immer mache. Also wild drauf losraten. Dabei steht da LOL. Wiederfall. Wenn ich durch die Löcher... Aus dieser... Warum habe ich... Die hier? Die ist auf dem Feld? Soll ich ehrlich sein? Viel helfen tut das nicht. Ich meine, eine gute Idee eigentlich mit der Katze hier. Die arbeitet zu langsam. Nö, funktioniert nicht mal. Die tippt einfach feuchtfröhlich, wo sie hin. Ich meine, das macht ja Sinn hier, ne? Aber... You know? Wir suchen ja auf Dauerfunk, ne? Und ich glaube, wenn wir das hier mit Dauerfunk machen, ich glaube, das ist es nicht, oder? Nächster bitte! Nächster bitte! Können wir eine Katze da... Na, willst du auch mal?
Nächster bitte! Süß, aber nur eine Taste für 4 Pfoten scheint mir doch enorm ineffektiv zu sein. Findest du das? Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, weil ich meine, das hier, es macht ja... Also, ich verstehe, worauf es hinausläuft, aber... Die erste Zahl... Ach so. Die erste, die dritte... Oh, ja, gut, dann ist das 3, 6... 4, 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Fancy. Und jetzt ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Okay. So weit, so gut. Und ich habe dann immer noch eine Katze über, oder was kommt jetzt? Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Hast du jetzt schon... Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um den Fußball von Oh, Scheiße. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Das ist fies. Er kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... Der Punkt ist, er ist... Jetzt eine Katze. Warum kennt sich der Kerl das ein? Der Punkt ist. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ist was besser? Der Punkt ist. Rufus hat die Antenne von Frau Hensins Karton geklaut. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Rufus ist der Tollfreck, um Getreide-Dilo. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Hensins vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Lügner. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ach so. Ach, der hat die Kopfhörer. Ich hab die gar nicht gesehen da. Ist einfach nur komplett kaputt. Oh, Alter, mir tut der Typ richtig leid. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Ja, gut, das Problem haben wir ja nicht. Fehlt nur noch der Hörer. Oh, der Kerl tut mir richtig leid. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus, was? Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus. Dum dum dum. Rufus ist der größte. Rufus. Da da da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organon-Kreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren?
Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Pass mal auf. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Noch nix. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Nur so eine Art. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Auch nichts. Smalltalk. Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Pass auf, Junge. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Dürfen wir jetzt hier raus? Ich krieg echt einen Klacks von dem, was der mit seiner Knickfolie da macht. Ich meine wirklich, das Geklicker. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Das Problem ist, ich mag Puff-Peng-Folie. Aber dieses Geräusch im Ohr. Oh, ich mochte das gerade nicht. Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor.
Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! How did he... Shit. Ich hab mein Dings nicht mehr. Kein Gitter der Welt. Da, als ihr geblinzelt habt. Hier gibt es kein Wasser. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Das ist auch nicht zuschweißen, sondern es ist aufschweißen, Dipshit. Das ist es. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. Shit. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht... Du kannst es... Du kannst echt vieles nicht mehr sehen, Rufus. Jetzt warte mal. Hey! Hallo! Was ist denn? Ach so. Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Oh, wow. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Ein Faulenzer, ein ewigen Unruhestifter. Ich nehme mein Schicksal. Fängst du jetzt an, Aladdin zu singen oder was? Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister... Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art... freundschaftlicher Handkantenschlag. Ein Schubser. Ja. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Du hast in der Zelle nicht mal eine Toilette. Gut so. Vorerst. Hunger. Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Mach nicht. Dann stör auch nicht. Okay, warte mal. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Easy. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Was hast du zu mir gesagt? Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Okay. Standen die Leute jetzt schon die ganze Zeit immer davor? Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss Goal vor dieser... Ja, gut. Renzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Das weißt du was ganz machst genau. Du hier und warum siehst du aus wie ein kleiner Rufus, Pimp? Ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni! Oh, holla die Waldfee! Ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an! Der Herr ist sprachlos.
Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Benzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Sie raucht unter der Dusche? Viel Spaß dabei. Nee. Goal. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon. Sie sind doch heute kriegen drin. Alle was von Tony ab. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Ich muss sie verbarrikadieren. Das dauert so lange. Echt jetzt? Dann so. Das hat gut funktioniert. Jesus! Was? Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Das unter der Dusche hat niemand gesehen. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist wie die Borderlands. Das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. Holla die Waldfee. Oder um genau zu sein, Hussa, es geht ums Prinzip. So wie das Achievement mir gerade sagt. Aber...